So Hochzeitskleid ist doch bei der Hochzeit das Wichtigste, das oder? Stimmt, ja. Also man überlegt sich doch so schon, lange als man so klein ist, überlegt man schon, wie das Hochzeitskleid aussieht. Ja, du auch. Ich habe als Kind in der Schule immer mein Hochzeitskleid gemalt. Und wie sah es aus? Trägerlos auf jeden Fall. Meins auch. Mit Ausschnitt und rückenfrei. Meins auch. Oh nein, ganz lang, das wollte ich schon. Mit Schleppe. Oh, Colin, das ist ganz ohne Witz, das habe ich gestern wieder gemalt. Also sie, die und Gitte. Mit so Zeug, ganz viel Glitzer so. Hier ist, also hier Glitzer und unten so ganz viel so Tüll und Zeugs. Und das ist unten ganz weit. Cool, das ganz kann nicht wahr sein. So mit so einer Schleppe und ganz vielen kleinen Mädchen, die aussehen wie Engelchen, die mein Kleid tragen. Das, Colin, ohne Scheiß, es ist genau das Kleid. Ich weiß, ich muss es nicht beschreiben. Aber es ist genau so, weißt du, und so eine ausgefallene Farbe, sowas, so unbunt irgendwie. Wie sagt man, genau wie schwarz, nur das Gegenteil. Grün, weiß. Ja, genau. Und oben so offen, dass da dieses Ding rauskommt, wo ich die Haare drauf habe, weißt du? Und unten mit so einem Loch für so Beine, so zum Rumlaufen und so. Und das Rückenteil nicht vorne, sondern ein. Also, das ist echt jetzt, ich halte es nicht aus. Genau wie bei mir. Und daneben dann so ein Bräutigam in so einem Anzug, weißt du, so ganz reich und sonst egal. Und der sagt immer ja, wenn er etwas gefragt wird von diesem Mann im schwarzen Kleid mit dem dicken Buch, der immer vor diesem Typen steht, der an der Wand hängt mit einem Schlüpper und so einem doofen Hut aus Dornen oder sowas. Ja, weißt du? Ich auch. Oh, Colin, das ist exakt wie bei mir. Das ist ja schon echt unheimlich. Das kann doch kein Zufall sein. Und weißt du, später dann, nach ein paar Monaten, da will ich dann sowas wie früher diese Puppen im Kinderwagen, weißt du? So wie ein Mensch, nur viel kleiner und niedlicher, so wie ein Baby. Genau so heißt das, glaube ich, genau so. Ja, das habe ich auch gemalt, weißt du, mit so einem Kopf oben und unten Füße und an den Seiten so zwei Arme und sowas. Oh, Colin, ich glaube das nicht. Genau so eins habe ich mir malen lassen. Also, weißt du, das ist so unfassbar. Manchmal denke ich echt, vielleicht haben wir beide zwar zwei Körper, aber zusammen nur ein Gehirn. Nee, so viel haben wir nicht. Kalkofes Mattscheibe Volume 4. Die neuen Folgen auf DVD.